begrüße euch recht herzlich zum Gottesdienst am vierten Sonntag nach Ostern. Der Wochenspruch steht im Psalm 98, Vers 1. Singet dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder. Der Monatsspruch steht in Sprüche 31, Vers 8. Öffne deinen Mund für den Stummen, für das Recht aller Schwachen. An dieser Aussage Salomons gibt es nicht zu rütteln und zu deuteln. Jesus führte mal ein Gespräch mit einem Frommen. Der Fromme hat sich immer herausgeredet, wer sind denn die Stummen? Wer sind die Schwachen? Jesus antwortete darauf mit der Geschichte vom barmherzigen Samariter. Am Ende war alles klar. Wer helfen kann, soll es auch tun. Sonst versündigt er sich an den Hilfesuchenden und an Gott. Wenn man manchmal so einen Abend mal den Tag Revue passieren lässt und dann merkt, dass man jemand geholfen hat, obwohl man gerade gar keine Zeit hatte oder keine Lust hatte und man es doch getan hat und derjenige dann aus vollstem Herzen ein Dankeschön gesagt hat und man hat es ihm auch angemerkt, wie viel ihm das bedeutet hat, diese Hilfe, dann gibt einem das auch was. Und es ist wichtig, dass wir uns insgesamt auch im Auge behalten und füreinander den Mund öffnen, damit niemand vergessen und zurückgelassen wird. Ja, und dann gibt es manchmal auch Menschen, die aus lauter Bequemlichkeit die Probleme, die sie haben, zu Problemen von anderen Menschen machen. Diesen Menschen kann man auch ein klares Nein sagen. Auch daran gibt es nicht zu rütteln und zu deuteln. Und da möchte ich mich noch ganz herzlich bedanken für Spenden der Personen, denen wir hier in der Gemeinde mit Sticks, die keinen Internetanschluss haben, die bekommen immer von diesem Gottesdienst einen USB-Stick und können den dann an so einem Music Man abhören. Und die geben einem öfter auch einmal eine Spende mit für die Gemeinde und da sind insgesamt schon 405 Euro zusammengekommen. Dafür meinen herzlichsten Dank. Und nun wünsche ich uns noch einen gesegneten und schönen Gottesdienst. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Letztens in Dillenburg habe ich einen Polizisten beobachtet, wie er einen Straßenmusikanten nicht nur angesprochen hat, sondern auch kontrolliert hat und die Papiere festgestellt hat. Daraufhin sagt der Polizist zu dem Straßenmusiker, bitte begleiten Sie mich. Daraufhin der Musikant, aber Herr Wachtmeister, sehr gerne, welches Lied wollen Sie denn mit mir singen? Wir wollen gemeinsam beten, zunächst mit Worten aus Psalm 98. Singt dem Herrn ein neues Lied, denn er hat Wundertaten vollbracht. Seine starke Hand hat sie ausgeführt, zusammen mit seinem heiligen Arm. Der Herr hat seine Hilfe bekannt gemacht, vor den Augen der Völker hat er es enthüllt, dass seine Gerechtigkeit allen Menschen gilt. Er dachte dabei an seine Güte und Wahrheit, die er dem Haus Israel entgegengebracht hat. Menschen aus allen Teilen der Erde haben die Hilfe unseres Gottes gesehen. Begrüßt den Herrn, alle Landen der Erde. Brecht in Jubel aus, seid fröhlich und musiziert. Musiziert für den Herrn mit der Leier und dem Blasinstrument, mit Trompeten und mit dem Schall des Widderhorns. Begrüßt den Herrn als König. Das Meer soll brausen mit allem, was in ihm lebt. Der Erdkreis soll jubeln mit seinen Bewohnern. Die Flüsse sollen in die Hände klatschen und die Berge sollen jubeln im Chor. Vor dem Angesicht des Herrn, wenn er kommt. Dann wird er Gericht halten auf der Erde. Über den Erdkreis wird er ein gerechtes Urteil fällen und die Nationen nach Recht und Ordnung richten. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Halleluja. Jesus Christus, danke, dass du es bist, der unsere Misstöne in der Gemeinde in eine wunderbare Harmonie verwandelt, der die falschen Töne übertönt mit seiner Liebe. Danke,
dass unser Lebenslied nicht in Moll gesungen werden muss, sondern in dir, Heiliger Geist, in Dur gesungen werden kann. Im Einklang mit dir, dem Vater und dem Sohn. Statt immer nur darauf zu schauen, was macht der andere besser, zu schauen, oh, Halleluja, danke, dass du diese wunderbare Gabe in meinen Mitmenschen hineingelegt hast. Und so bitte ich dich, Heiliger Geist, dass du das Feuer deiner Freude ausgießt in deine Gemeinde, in uns, dass wir dich fröhlich jubelnd besingen. Entzünde du neu das Feuer, dass wir fröhlich singen von deinen Werken, von deinen Taten, von dem, was du tust in unserem Leben und in der Gemeinde. Öffne du unsere Augen und Ohren des Herzens in diesem Gottesdienst. Amen. Wir hören nun auf Worte aus der Heiligen Schrift, aus der Offenbarung, Kapitel 15, ab Vers 1. Und ich sah ein anderes Zeichen im Himmel, das war groß und wunderbar. Sieben Engel, sie hatten die letzten sieben Plagen, denn mit ihnen ist vollendet der Zorn Gottes. Und ich sah, wie sich ein gläsernes Meer mit Feuer vermengte, und die den Sieg beibehalten hatten über das Tier und sein Bild und über die Zahl seines Namens, die standen an dem gläsernen Meer und hatten Gottes Harfen und sangen das Lied des Mose, des Knechtes Gottes, und das Lied des Lammes. Groß und wunderbar sind deine Werke, Herr, allmächtiger Gott. Gerecht und wahrhaftig sind deine Wege, du König der Völker. Wer sollte dich, Herr, nicht fürchten und deinen Namen nicht preisen? Denn du allein bist heilig. Ja, alle Völker werden kommen und anbeten vor dir, denn deine Urteile sind offenbar geworden. Fröhlich werden die, die Gottes Worte hören und im Herzen bewahren. Halleluja. Gnade Christi, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. In der Predigtvorbereitung war ich gedanklich in zwei verschiedenen Dörfern. Und da in diese Dörfer möchte ich euch zum Einstieg kurz mitnehmen. Da ist einmal das B-Dorf und mir ist nichts Besseres eingefallen, als es das Bösdorf zu nennen, das Dorf, wo keine sexuelle Moral wirklich herrscht, ungezügelte Leidenschaft, böse Lust, Unreinheit, wo man eben schon mal, wie man das so macht, bei Bedarf den Partner wechselt oder tauscht, hin und her tauscht oder sich einfach nicht bindet, von einer Blume zur nächsten hüpft. Ja, wo aber im Verborgenen
noch mehr Stilblüten passieren. Grimm, wo Leute grimmig sind und unwirsch miteinander reden. Bosheit an der Tagesordnung ist, Lästerung, schlecht über Menschen reden und natürlich unschöne Redensarten, unschöne Sachen, die man den Menschen hinterherruft. Bösdorf. Und aber wenn man mit den Menschen spricht, dann werden sie schon den Eindruck haben, ach, so schlimm sind wir jetzt ja doch auch nicht. Wir haben doch in unserem Dorf Freiheit. Freiheit, jeder darf sich hier selbst entfalten, so wie er will. Und da schaut auch keiner kritisch über neugierig. Wir haben schon eine ganz gute Zeit miteinander. Hier kann man gut leben. Bisschen robuster Lebensstil, aber dann habe ich dem auch ganz ehrlich gesagt, was ich davon halte und dann ist es gut. Naja, manchmal verliert man vielleicht auch mal einen Freund, aber das passiert halt so. Aber dann gibt es, wisst ihr, im Nachbarort, das ist das F-Dorf, Friedensdorf oder so ähnlich, das sind doch eher so die Langweiler und die Luschis, die sind zwar irgendwie nett und singen auch so fromme Lieder, aber was das schon so auf sich haben soll mit Sanftmut, Demut, irgendwie alles Worte von gestern, oder? Langmut, wo man sich trägt und vergibt. Also so ein bisschen realitätsfremd scheinen die da ja schon zu sein. Aber dann, wenn man genauer hinschaut in B-Dorf, dann passiert es doch, dass manchmal ein Crash erfolgt und man nochmal ganz neu überlegen muss, was habe ich eigentlich im Leben gemacht? Was ist eigentlich der Sinn und ist es eigentlich wirklich richtig, was ich hier angestellt habe? Ja. Und ein Dorf, wo wirklich Menschen im Frieden zusammenleben, in Sanftmut, in Freundlichkeit. Pfarrer, gibt so ein Dorf wirklich, wo keine Habgier herrscht? Echte Freundlichkeit? Stabile Ehen, durchweg, wo Kinder gedeihen können, in stabilen Verhältnissen groß werden können? Gibt's sowas? Ja, dazu, in diese kleine Reise, Gedankenreise, die ich gemacht habe, die habe ich gemacht ausgehend vom Predigttext. Der steht im Kolosserbrief, Kapitel 3, die Verse 12 bis 17. Und die ersten Gedanken habe ich aus demselben Kapitel, aber in die Verse ab Vers 5 oder so. Heute in der Predigt will ich hauptsächlich drauf schauen, auf das Gute, was Christus uns verheißt, was er in uns hineinlegt und was ja, er letztlich auch von uns fordert, aber nicht, weil es unmöglich wäre, als neue Menschen leben. Ich lese aus dem Predigttext. Gott hat euch als seine Heiligen erwählt, denen er seine Liebe schenkt. Darum legt nun die entsprechende Kleidung an. Herzliches Erbarmen, Güte, Demut, Freundlichkeit und Geduld. Tragt euch gegenseitig und vergebt einander, wenn einer dem anderen etwas vorwirft, wie der Herr euch vergeben hat. So sollt auch ihr vergeben. Und über all das legt die Liebe an. Sie ist das Band, das alles andere zusammenhält und vollendet. Und der Friede, den Christus schenkt, lenke eure Herzen. Dazu seid ihr berufen, als Glieder des einen Leibes. Und dafür sollt ihr dankbar sein. Das Wort, in dem Christus gegenwärtig ist, wohne in reichem Maß bei euch. Belehrt euch gegenseitig und bringt euch zur Vernunft. Tut das alles in Weisheit. Singt Gott aus vollem Herzen mit Psalmen, Hymnen und geistlichen Liedern. Denn er hat euch Gnade geschenkt. Alles, was ihr sagt und tut, soll im Namen des Herrn Jesus geschehen. Und durch ihn sollt ihr Gott, dem Vater, danken. Ich denke, wenn wir in der Gnade leben und uns immer wieder neu bewusst machen, dass wir begnadigt sind, und zwar wir sind absolut begnadigt für alles, was wir im Leben jemals falsch gemacht haben. Da ist am Kreuz nichts ausgelassen worden. Alles ist mit umfasst.
Wenn wir das im Herzen ergreifen, dann wird es uns leichter fallen, andere Menschen zu vergeben und loszulassen, nicht einzufordern, dass ich mein Recht einfordern muss und dafür kämpfe bis aufs Blut. Nein, dann brauche ich auch selber nicht mehr so dünnhäutig sein, weil ich weiß, das, was mir Böses getan wird, das habe ich in anderer Form auch anderen Menschen getan, in irgendeiner Weise. Und dann kann ich viel leichter vergeben. Ich rede jetzt von den alltäglichen Verletzungen, die wir so haben, nicht von den besonders tiefen. Aber auch da greift das, das nicht wieder zurückholen, weil Vergebung heißt dann eben loslassen und es Gott überlassen. Und das alles, das ist emotionale Arbeit. Das ist kein Pappenstiel, wo man denkt, das sind doch alles Luschis, die da in diesem Friedensdorf wohnen, in diesem F-Dorf. Nein, das ist echte emotionale Arbeit und das braucht Kraft und Stärke, die aber die meisten in B-Dorf und in F-Dorf gar nicht selber in sich haben, sondern eine Kraft und Stärke, die vom Heiligen Geist heraus in uns wirken will, und zwar eingebettet in den Frieden Christi, den er uns geschenkt hat. Und so ist es notwendig, dass meine Ansprüche, mein Ego stirbt, damit ich wirklich aus seinem Wort leben kann und aus seinem Wort im Herzen verändert werden kann. Dafür braucht es natürlich Gebet, Bibellesen und dass wir uns einander ermutigen. Ja, dass wir untereinander das uns weitergeben, was uns selbst im Glauben gestärkt hat, damit so das Wort Christi reichlich in der Gemeinde Verbreitung findet. Und ich habe es beobachtet, das ist irgendwie eine besondere geistliche Speise, die lecker ist, wenn man etwas weitererzählt von dem, was man mit Christus erlebt hat. Ja, dann ist es auch keine Eigenanstrengung mehr, sondern Gnade, aus der ich verändert werde. Und dann werde ich vielleicht in meinem Leben mehr wohlüberlegte Entscheidungen treffen als nur impulshafte Entscheidungen, die aus einer falschen Lust, aus einem falschen Verlangen getrieben und gespeist sind. Und so werde ich wirklich Mensch und lebe das Leben ganz als Mensch mit allem, was dazugehört. Im Friedensdorf heißt es nicht, dass dort keine Freude ist. Und Frieden ist was Wunderbares, wonach sich so viele Menschen sehnen, und Freude noch mehr. Und die Kombination von Frieden und Freude. Also, wäre das nicht schön für unser Dorf, für unsere Dörfer, für unsere Stadt, für unser Land? Ich meine schon. Und problematisch ist es natürlich, wenn ich aus Friedensdorf komme und schaue, was hier in B-Dorf alles schief läuft und sage, so wie in B-Dorf darf das bei uns im Friedensdorf auf gar keinen Fall sein. Und wir machen alles Menschenmögliche, um alles Böse fernzuhalten, um die Gemeinde reinzuhalten. Und dann, muss ich leider sagen, wird es dummerweise wieder Krampf. Dann ist es doch wieder eigene Anstrengung und ich muss die Menschen und die Gemeinde unter das Gesetz stellen. Ich muss wieder Forderungen aufstellen, sagen, so wie die in B-Dorf. Und meistens bedeutet das, ich schau noch auf die herab. So leben wir auf gar keinen Fall. Und ja, Paulus sagt es, wir sollen so nicht leben, aber aus seinem Frieden, aus seiner Vergebung heraus. Denn je massiver ich es einfordere, das richtige Verhalten, desto schwieriger wird es, weil die Gnade dann nicht wirken kann. Und das Problem ist aber auch, wenn andere Kirchen sagen, wir sind hier so liebevoll, wir schauen über alles weg und machen so einen rosaroten Anstrich. Auch das hilft nicht weiter, weil dann die Menschen, wenn wir diesen rosaroten Anstrich machen, dann kommen wir nicht ins Kommunizieren. Dann kommen wir nicht ins Kommunizieren von Herz zu Herz. Und darum geht's doch. Es geht darum, dass wir von Herz zu Herz kommunizieren mit Gott, unserem Vater und von Mensch zu Mensch aus dieser Liebe Gottes heraus. Und dass so Beziehungen heil werden, dass so Sachen wieder in Ordnung gebracht werden, die in B-Dorf vielleicht kaputt gegangen sind. Ja, so können wir uns aus dem Predigttext nicht nur eine Sache rauspicken und sagen, die ist besonders schön, nur die machen wir, sondern nein, es gehört alles irgendwie zusammen.
Der Anfang ist natürlich, dass wir freundlich miteinander umgehen, aber das ist eben nur der Anfang. Und dass das Wort sich unter uns verbreitet und wächst, das wünsche ich mir gerade für unsere Gemeinde nochmal ganz neu. Und deswegen eine herzliche Einladung, am Mittwoch um 19 Uhr in Zoom zu kommen und online dabei zu sein, wenn wir uns nochmal neu den Predigttext zu Gemüte nehmen, ins Herz nehmen. Ich würde mich freuen, wenn jemand von euch dabei sein würde. Und es ist nun mal so, dass eben auch die Gemeinde im F-Dorf, dass da niemand von sich sagen kann, er ist frei von den Gedanken, die im B-Dorf passieren. Die Gedanken wandern manchmal und das kommt, weil alle Menschen ja letztlich in sich verkrümmt sind. Das hat der Kirchenvater und Bischof Augustinus so beschrieben. Der Mensch ist in sich verkrümmt und schaut auf sich selber und öffnet den Blick nicht nach oben ans Kreuz. Schaut nicht zu Gott, schaut nicht zu Jesus und ist deswegen emotional gestört, nicht ganz beziehungsfähig. Und mir ist eingefallen, dass ein menschliches Krankheitsbild, wenn man es so nennen kann, diese Beziehungsunfähigkeit des Menschen zu Gott sehr treffend beschreibt. Es ist nämlich ungefähr so, wie das Verhältnis von einem autistischen Kind zu seinem Vater oder Mutter, so ist es bei uns, zu unserem Verhältnis zum Gott, dem Vater. Denn diese autistisch veranlagten Kinder, sie haben es schwer, soziale Beziehungen zu knüpfen, weil sie keine emotionale Verbindung herstellen können. Und nehmen deswegen die Welt auch ganz anders wahr. Sie haben weder die Emotion der Freude und der Angst, auch wenn es alles in ihnen brodelt. Sie haben meistens eine verzögerte sprachliche Entwicklung. So wie wir tatsächlich uns schwer tun, mit Gott zu sprechen und nicht immer sprachfähig sind, wie sollen wir eigentlich mit Gott reden? Und sie haben gewisse Rituale und zwanghafte Sachen, Stereotype, Sachen, die sie immer wieder machen müssen, um irgendwie Sicherheit und Struktur in ihr Leben zu bekommen. Und wenn wir genau hinschauen, dann werden wir auch in unserem Leben solche Dinge finden, die wir immer wieder machen müssen, um uns selbst zu stabilisieren, die aber mit Gott gar nichts zu tun haben. Autistische Kinder tun sich schwer mit Blickkontakt. Letztlich führt es dazu, dass es zu einer Symptomverlagerung kommt und sie unruhig werden. So wie wir Menschen ohne Gott unruhig werden, sagt Augustinus, ruhig werde ich erst in dir. Und die besondere Herangehensweise in der Therapie ist, es hat sich herausgestellt, dass Musiktherapie das stärkste Mittel ist, um diese Menschen aus ihrem Gefühlsgefängnis herauszuholen. Es fängt an, dass man erstmal Musik wahrnimmt und feststellt, man kann selbst ohne Worte kommunizieren. Und dann irgendwann hilft diese Musik den Kindern, dass sie überhaupt erstmal Worte sagen können, die Emotionen darstellen, wie ich freue mich oder ich habe Angst oder was auch immer für Emotionen da kommen. Und diese Worte können sie sonst nämlich nicht von sich aus sich heraus sagen. Sie können auch nicht zu ihren Eltern sagen, ich liebe dich. Geht nicht. Wie schwer ist es auch für mich, zu Gott zu sagen, ich liebe dich. Sehr persönlich. Und traue ich mich, das öffentlich zu sagen? In der Gemeinde vor anderen Leuten? Sage ich überhaupt in meinem stillen Kämmerchen zu Hause zu Gott, dem Vater, ich liebe dich? Weiß nicht, wie oft du das machst. Autistische Kinder können das nicht. Aber sie können es tatsächlich lernen. Sie können da dran kommen und diese Musik hilft ihnen und irgendwann können sie das in einem Lied aussprechen, das Unaussprechliche, ich liebe dich. Und irgendwann danach sind sie vielleicht dann auch in der Lage, das ihrem Vater oder ihrer Mutter zu sagen. Vielleicht auch nicht, aber sie können es auf jeden Fall in der Musik sagen.
Birger Selin, selbst ein Autist, der sprachfähig geworden ist, der hat es einmal so, indem er auch Bücher geschrieben hat, er hat es einmal so geschrieben: Es wirkt beruhigend, also die Musik wirkt beruhigend und entspannt meine Nerven. Es ist ein Gefühl von sanftem Frieden, innerer Wärme und ein angstfreier Raum, so wie ich ihn nie vorher kennengelernt habe. Und jetzt, und warum bringe ich dieses Beispiel? Warum bringe ich dieses Beispiel? Weil es heißt nämlich in dem Text, singst Psalmen. Und Psalm heißt nichts anderes, als dass da ein Zupfinstrument gespielt wird. Ein Zupfinstrument, auf Deutsch heute die Gitarre, steht ja nicht dabei welches. Dass man gemeinsam in der Kirche singt, Gott lobt und preist. Und das überschwänglich und das auch mehr als nur ein Lied. Weil wir sprachlich nicht ohne weiteres so fähig sind, die emotionale Ebene anzusprechen gegenüber Gott, unserem Vater. Lieder helfen uns Christen dabei und haben schon über Jahrhunderte und Jahrtausenden frommen Menschen geholfen, den Zugang zu Gott zu finden. Weswegen in dem Psalm im Alten Testament ja auch geschrieben steht, singt dem Herrn ein neues Lied, das aus dem Herzen kommt. Nicht mit Musik von vorgestern, mit der ich vielleicht gar nichts mehr anfangen kann, sondern mit einer Musik, die heute das ausdrücken kann, was vor Gott wichtig ist. Natürlich wollen wir die alten Lieder weiterpflegen, weil da sind so viele Schätze drin. Aber wir brauchen die neuen Lieder im Gottesdienst, in der Gemeinde, damit das Gotteslob weiter lebendig bleibt, damit wir ein erlöstes Miteinander feiern im Gottesdienst und in unserem Leben, damit wir frei herausgehen vom F-Dorf ins B-Dorf, ohne aufs B-Dorf herabzuschauen, sondern in Liebe diese Liebe weiterzugeben, die wir empfangen haben. Und keinen Unterschied zu machen, ob jemand aus F-Dorf oder B-Dorf kommt, sondern einfach zu wissen, ich bin geliebt in Christus, mir ist vergeben und ich gebe es weiter in diese Welt. Und deswegen freut euch. Denn der Friede Gottes, der so viel höher ist als all unser Denken, bewahrt unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. When the music fades, all is stripped away, and I simply come, longing just to bring something that's of worth, that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear, you're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I've made it, when it's all about you, it's all about you, Jesus. Every single breath, I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear, you're looking into my heart.
you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I've made. When it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, 'cause it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I've made, 'cause it's all about you, it's all about you, Jesus. Bevor wir gemeinsam beten, hier eine kleine Änderung, Anregung vom Kim Steven, und ich hätte gern eure Meinung dazu, wie das aussieht einmal mit Stola. Der Gedanke war, ein bisschen mehr Farbe reinzubringen auf diesen schwarzen Talar. Wir freuen uns über euer Feedback. Und so lasst uns gemeinsam beten. Jesus Christus, stärke du uns durch Lieder, die uns zum Herzen gehen, die uns nicht nur zum Herzen gehen, sondern die uns ins Herz, zum Herzen Gottes hinführen, dass wir das Herz des Vaters erkennen und dort auftanken, dort ankommen, dort bleiben in seiner Gegenwart, dass wir dort hineintreten in das Heiligtum, das du für uns eröffnet hast. Dass wir aber nicht nur eintreten bei Gott, sondern dass wir eintreten für die Menschen, wo das Leben in Missklang geraten ist. Dass wir eintreten für die Menschen, von denen du sagst, wer sie besucht, da bist du. Du hast das gesagt von Gefangenen, von Kranken. Ja, du bist bei den Schwachen und Unterdrückten. Lass uns das vor Augen haben, wenn wir dir zusingen und zujubeln. Segne du unser Singen, unser Hören, unser Sagen, dass wir weiter sagen, wer du für uns bist, was du uns bedeutest, damit wir diese uns innewohnende Sprachunfähigkeit, damit sie in einen Wohlklang verwandelt wird, dir zur Ehre, dir zum Preis und für unser Wohlergehen. Und so bitten wir dich, für diese Welt, für deinen Frieden, dass Menschen, die dich im Herzen tragen, diesen Frieden in unsere Welt hineinbringen. Sei du dabei, wenn Menschen das beten, was du uns gelehrt hast. Vater unser im Himmel,
geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und so geht im Frieden des Höchsten in die kommenden Tage. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Amen. Gottes Segen, geh in seinem Frieden, was auch immer du tust. Geh unter der Gnade, hör auf Gottes Worte, bleib in seiner Nähe, ob du wachst oder ruhst. Stunden, alte Tage, lässt du zögernd nur zurück. Wohlvertraut wie alte Kleider, sind sie dir durch Leid und Glück. Geh unter der Gnade, geh mit Gottes Segen. Seinem Frieden, was auch immer du tust. Geh unter der Gnade, hör auf Gottes Worte, bleib in seiner Nähe, ob du wachst oder ruhst. Neue Stunden, neue Tage, zögernd nur steigst du hinein. Wird die neue Zeit dir passen, ist sie dir zu groß, zu klein. Geh unter der Gnade, geh mit Gottes Segen, geh in seinem Frieden. Was auch immer du tust, geh unter der Gnade, hör auf Gottes Worte, bleib in seiner Nähe, ob du wachst oder ruhst. Gute Wünsche, gute Worte wollen dir Begleiter sein. Doch die besten Wünsche bünden alle in den einen ein. Geh unter der Gnade, geh mit Gottes Segen, geh in seinen Frieden, was auch immer du tust. Geh unter der Gnade, hör auf Gottes Worte, bleib in seiner Nähe, ob du wachst oder ruhst.